Mit einer am Ende überzeugenden Leistung besiegen die Füchse HBW Balingen-Waldstätten und bleiben damit Kiel-Verfolger Nummer 1. Dabei verlief der Beginn alles andere als nach Plan. Die Berliner taten sich schwer gegen die offensive und aggressiv zu Werke gehende Defensive der Gäste. Die kamen so immer wieder zu einfachen Toren, 1:3 nach knapp 5 Minuten. Eine 2-Minuten-Strafe für Balingen gab den Hausherren dann die Chance ins Spiel zu kommen. Und die nutzten sie. Zwar scheitert Sven-Sören Christoffersen noch an Balingen-Keeper Pule, Ivan Ninčević erzielt dann aber im Nachwurf den Ausgleich. Nach knapp 15 Minuten griff Gästecoach Rolf Brack dann in die Trickkiste und schickte einen 7. Feldspieler ins Spiel. Doch die Füchse waren vorbereitet. Wir haben das zwar im Training durchgenommen, wie sie spielen, und dass sie auch eventuell in der Abwehr dann im Angriff dann einen 7. Feldspieler aufs Feld bringen. Das kennt man halt für Balingen. Folglich konnte Balingen die Überzahl nicht nutzen. Ganz im Gegenteil. Thorsten Lahn hatte die Möglichkeit, die Füchseführung weiter auszubauen, verfehlte jedoch das leere Tor. So blieb es ein ausgeglichenes Spiel, bei dem vor allem die Abwehrreihen dominierten. Balingen gelang 5 Minuten vor der Pause dann der erneute Ausgleich. 7:7. Den Schlusspunkt setzte Jonathan Stenbecken. 9:8 lautete der Halbzeitstand. Die erste Halbzeit war nicht so, wie wir eigentlich wollen, wir zu spielen, aber so sind die Spiele. Wir brauchen erst die 30 Minuten Lauf und dann kommen wir in Schwung. Den besseren Start in die zweite Hälfte erwischten dann die Berliner. Innerhalb von 4 Minuten zogen sie auf 4 Tore davon. Doch so leicht gaben sich die Baden-Württemberger nicht geschlagen. Immer wieder stellten sie die Abwehrformation um, wollten die Füchse so aus dem Konzept bringen und kämpften sich wieder auf 2 Tore heran. Nun nahm Balingen wieder den Torwart raus und brachte einen 7. Feldspieler. Doch die Abwehr der Füchse stand und ließ den Gästen trotz Überzahl wenig Raum zum Spielen. So ergaben sich erneut Möglichkeiten für leichte Tore. Und Peter Stochel zeigte seinem Mannschaftskollegen Thorsten Lahn dann mal, wie das mit dem leeren Tortreffen so richtig geht. 21:15. Saisontordebüt für den Torhüter der Füchse. Und das nächste Debüt auf dieser Position folgte ein paar Minuten später. Maximilian Kroll, seines Zeichens Torwart der A-Jugend, kam zu seinen ersten Einsatzminuten in der Männer-Bundesliga. Aufregend. Waren echt geil. Vor der Kulisse zu spielen, ne? Hat mir echt Spaß gemacht. Und seine Vorderleute bauten den Vorsprung weiter aus. Am Ende hieß es 28:20 für die Füchse. Ja, einfach die 2 Punkte zählen hier, und wir haben in 6 Minuten gekämpft und am Ende deutlich gewonnen und verdient gewonnen. Und denkt mal, dass wir uns in der ersten Halbzeit schwer getan haben im Angriff? Die Abwehr stand konstant gut. Wir sind ganz froh, dass wir die 2 Punkte hier ins Haus behalten und machen jetzt wieder das nächste Spiel. Wir spielen Dienstag und Lemgo und dann weiter haben wir das letzte Spiel von, gegen Melzungen, ich glaube. So ist jetzt ein wichtiges Spiel und wir hoffen, wir können 4 Punkte. Und hier die weiteren Ergebnisse. Im Topspiel des Spieltags besiegt Flensburg die Rhein-Neckar-Löwen 37:34. Die Füchse bleiben auf Platz 2 hinter dem immer noch verlustpunktfreien THW Kiel. Flensburg setzte sich durch den Sieg von den Rhein-Neckar-Löwen etwas ab. Altmeister Gummersbach bleibt weiterhin auf einem Abstiegsplatz, genauso wie Hüttenberg und Hildesheim.